Dieses Video wird euch präsentiert vom XMG Neo 15. Checkt die Links in der Beschreibung für weitere Infos und einen exklusiven Rabattcode. Tag und willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute mal den i9 10850K an. Das ist so ein bisschen der günstige Ersatz bzw. der verfügbare Ersatz für den 10900K. Die CPU haben wir zur Verfügung gestellt bekommen von Setup Gaming PCs. Das heißt, dafür erstmal danke an dieser Stelle. Und ja, warum hat Intel überhaupt diese CPU rausgebracht? Denn die Spezifikationen sind irgendwie fast identisch. Nur der Takt ist ein bisschen niedriger. Wir haben uns ja vor ein paar Tagen schon den 10900 angeschaut, also ohne K. Da haben wir Ähnliches festgestellt, allerdings waren da die Taktraten unter Last beispielsweise bei 4,6 GHz und beim 10900K waren es 4,9. Das heißt, der war schon ein Stückchen langsamer, zumindest in Anwendung. Bei Spielen hat es fast keinen Unterschied gemacht. Vor allem die Differenz war eben relativ hoch, weil die TDP so unterschiedlich ist. 10900 hat 65 Watt TDP, das heißt, der ist extrem dadurch eingeschränkt. Hat man ein geeignetes Mainboard, kann man aber die TDP auch freischalten, dann ist die Differenz nur relativ gering. Der 10850K allerdings, was soll das genau sein, beziehungsweise was hat Intel damit vor? Wer einen 10900K kaufen wollte bisher, hat eigentlich so gut wie in die Röhre geschaut, weil schaut man sich die Verfügbarkeit mal an, listen die meisten Hersteller ein unbekanntes Lieferdatum. Das heißt, diese CPU wird in den nächsten 2, 4, 6 Wochen nicht lieferbar sein. Und die Händler, die lagernde Ware gelistet haben, bei denen ist es meistens so, dass die Preise verlangen, die 200 Euro über dem Retailpreis liegen, das heißt 650, 700 Euro. Und das würde ich auf keinen Fall für so eine CPU bezahlen, auch wenn es vielleicht die schnellste Gaming-CPU ist. Wenn auch nicht viel hinter AMD, aber trotzdem, da denke ich mal so, das ist nicht wirklich wert, diesen Aufpreis dafür zu zahlen, wenn die Prozessoren vielleicht in Zukunft dann trotzdem noch lieferbar sind. Warum hat Intel diese Lieferschwierigkeiten? Ja, es ist ja ganz einfach deswegen, die Prozessoren werden noch in 14 Nanometer gefertigt, das heißt mittlerweile seit Broadwell jetzt die vierte oder fünfte Generation. Das heißt, die CPUs haben zwar einen extrem fortgeschrittenen Fertigungsprozess, allerdings sind auch die Taktraten extrem angestiegen. Und wir sind mittlerweile bei 5,2 oder bei dem 10900K sogar 5,3 GHz im Single-Core-Boost. Und im Multicore sind es 4,9 GHz. Und natürlich schafft das nicht jede CPU bei der TDP, beziehungsweise dann eben auch Spannung, weil die TDP ja eingehalten werden muss. Und das führt dazu, dass Intel nicht genügend CPUs kriegt oder nicht genügend CPUs hat, die diese Spezifikationen erfüllen. Das heißt, die schaffen zwar dann die 4,9 GHz oder 5,3 GHz im Single Core, das allerdings nur bei einer erhöhten Spannung, bei der die TDP nicht eingehalten wird. Das heißt, die CPUs können quasi nicht als 10900K verkauft werden und werden somit als 10900 verkauft oder eben in dem Falle hier als 10850K, weil sie eben dann bei 100 MHz weniger trotzdem mit einer etwas höheren Spannung die TDP erfüllen können. Das heißt, hier haben wir quasi einen nicht selektierten 10900K, der einfach etwas niedriger getaktet ist. Das ist wie wenn ihr vor einem Jahr, eineinhalb Jahren einen 9900K kaufen wolltet und ihr habt euch überlegt, ich schaue mal bei Caseking oder Silicon Lottery vorbei, ob es denn nicht Prozessoren gibt, die mir einen OC-Wert garantieren. Diese Händler machen nämlich nichts anderes, als Intel quasi selbst auch macht und die schauen, bei einer gewissen Spannung schafft er vielleicht 4,9, 5 GHz oder sowas. Und wenn diese Modelle das schaffen, können die sie teurer anbieten, weil natürlich die Enthusiasten dann eine Garantie haben, dass die diesen Takt schaffen. Und ja, wie gesagt, anders macht es Intel auch nicht, nur halt eben schon von Werk aus. Und dann ist es eben ganz sinnvoll, dass man dann sowas als höheres SKU anbietet. Das heißt 10900K anstatt 10850K oder eben, wie gesagt, der 10850K hätte genauso gut ein 10900K sein können. Und eben darüber dann nochmal eine Variante, eine Special Edition, wie es eben beim 9900K mit dem KS auch der Fall war. Die CPUs gab es ja auch nur sehr kurz und die liefen auch bei 5 GHz All-Core anstatt nur 4,7. Und da hat man das ganz gut gesehen, denn die Prozessoren gab es nie wirklich lange und gab es immer nur ein paar Stück und das war eben eine begrenzte Stückzahl und das war eben auch nur deswegen so, weil eben es nicht genug davon gab und die Selektion eben ein bisschen gedauert hat und deswegen waren die auch relativ teuer.
Aber zurück zu dieser CPU. Wir haben uns mal angeschaut, Cinebench und ein Spiel. Warum nur so wenig Benchmarks? Naja, die Differenz ist nicht wirklich groß. Im All-Core Turbo haben wir bei freigeschalteter TDP eine Differenz von 100 MHz. Das heißt 4,8 GHz statt 4,7. Dürften sich jetzt die meisten denken, gut, das wird dann wohl kaum einen Unterschied haben. Also wir haben auch kaum einen Unterschied messen können. Das heißt, in Cinebench waren es ein paar Prozent, genauso in Spielen. Da hat man wirklich nur, ja, bei Shadow of the Tomb Raider ein FPS-Unterschied, also 187 zu 188 im CPU-Limit. Das ist wirklich kaum der Rede wert. Das heißt, Intel hat hier schon wirklich einen guten Job geleistet, um die CPU nicht so einzubremsen, dass sie vielleicht keine gute Alternative ist. Man muss natürlich auch sagen, der 10850K ist auch nur wenig günstiger als der 10900K, beziehungsweise auch wenig günstiger als der 10900KF. Um das Ganze mal zu vergleichen, der 10900KF kostet aktuell 475 Euro, 480 Euro ungefähr, und ist damit ein bisschen günstiger als der 10900K mit Grafikeinheit. Schaut man sich jetzt allerdings den 10850K an, kostet der 465 bis 470 Euro. Das heißt, wir sind hier gute 10 Euro unter dem 10900K. Allerdings sind die CPUs verfügbar. Unglaublich, man kann sie kaufen. Ja, das ist dann eigentlich der einzige Vorteil, den ihr hier habt, weil theoretisch könnte man für 10 Euro mehr auch einfach den 10900K kaufen. Würde ich euch auch empfehlen, wenn es die CPU denn gäbe. Ja, und das ist auch der springende Punkt. Das ist eigentlich der einzige Grund, diese CPU zu kaufen, weil es den 10900K nicht gibt. Und ja, eigentlich gibt es keinen anderen Grund, warum man diese zu diesem Preis auf jeden Fall irgendwie berücksichtigen sollte. Das ist einfach nicht besonders sinnvoll in einem anderen Kontext, weil es einfach den 10900K gibt, der nicht mehr kostet und auch dann diese Mehrleistung bietet. Es kann natürlich sein, dass es hiervon auch noch einen 10850KF geben wird. Das heißt, dieser wird dann vielleicht ein bisschen günstiger und dann kann es sein, dass ja, sich diese Differenz wieder ein bisschen aufhebt und der wieder als sinnvoll erscheint. Dann muss man allerdings auch sagen, 10900F ist vielleicht dann auch wieder nicht mehr sinnvoll, weil dieser dann vielleicht nur 10 Euro günstiger ist, aber eben dann trotzdem ein gutes Stück langsamer. Das heißt, Intel kommt hier vielleicht ein bisschen in die Bredouille, was ihr eigenes Produktportfolio angeht. Und ich bin gespannt, was in der Zukunft da noch ja, vielleicht preismäßig gemacht wird, um vielleicht auch an AMD anzupassen. Weil mit dem 10850K ist man nur noch 30 Euro über dem 3900X, der ja 12 Kerne bietet. Allerdings muss man natürlich auch sagen, die Gaming-Performance, das schrumpft hier ein bisschen die Lücke zu AMD. Natürlich ist der ein bisschen schneller als AMD-CPUs, auch wenn man die jetzt übertaktet. Das haben wir in unserem Video zum 10900K schon gesehen. Da ist eine Differenz, aber die ist eben dann, ja, die schließt sich immer mehr. Und da muss man dann wirklich oftmals einen Grund finden, um diese CPU überhaupt noch zu kaufen. Ein kurzes Wort noch zu Overclocking. Hier konnten wir mit dem 10900K ebenfalls bessere Werte erzielen. Das heißt, dort haben wir 5,2 GHz erzielt. Also das war schon relativ gut, wobei ich auch glaube, dass unser Sample ziemlich gut war. Bei dem 10850K waren es dann nur noch 5 GHz. Also wir sind auch nicht auf die 5,1 GHz gekommen. Egal, wie viel Spannung wir angesetzt haben, wir sind bis 1,4 Volt hochgegangen, aber dann waren die Temperaturen zu hoch, selbst mit einer 280er All-in-One. Und ja, also das kann natürlich sein, dass unsere CPU besonders schlecht ist. Das kann man eh wirklich schlecht abwägen, wenn man nur einen Prozessor hat. Das bleibt natürlich abzuwarten, wie andere Reviews davon aussehen, ob diese ähnliche Ergebnisse zeigen wie wir. Und ja, dann kann man wohl nichts anderes sagen dazu. Aber wie gesagt, 5 GHz ist immer noch besser als 4,8. Also theoretisch, wer noch ein bisschen tweaken möchte, hat da auch noch ein bisschen Raum. Speicherkompatibilität und alles andere, sowie Cache-Overclocking, ist identisch zum 10900K, weil es ja prinzipiell die gleiche CPU ist, nur eben mit einer anderen Taktrate. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Prozessor haltet. Hättet ihr euch einen 10900K gekauft, beziehungsweise wolltet ihr einen kaufen und die waren einfach nicht verfügbar? Oder ja, geht ihr gleich auf AMD und kriegt vielleicht ein bisschen mehr für euer Geld? Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!